Denn ja, der Mappern, der ist schon eine ganze Weile durch. Ich habe schon wieder gespickt. Wer von euch natürlich mit drauf gucken will, der kann natürlich mit Ausrufezeichen Bracket, Ausrufezeichen AL und so weiter natürlich auch gerne mit auf die OPL-Seite drauf gucken. Und da haben wir in den Mappern Coastline, Theme Park und Villa sind die Bans auf der Seite von Aquila und auf der anderen Seite Mercury hat rausgenommen. Einmal Oregon direkt als erstes, finde ich sehr, sehr interessant. Café und Konsulat zum Schluss und dann bleibt noch übrig Clubhouse, wir alle kennen sie, wir alle lieben sie, sie wird auch sehr gerne und sehr häufig gespielt zusammen mit Oregon. Ja, da geht's also als erstes hin. Ja, und da muss man tatsächlich sagen, Clubhouse ist all in all wirklich eine sehr, sehr einsteigerfreundliche Map. Nichtsdestotrotz, wenn zwei gute Teams darauf spielen, wird es mordsmäßig spannend. Wir sagen das ja auch immer wieder, ne? Ihr werdet wahrscheinlich sagen, oh, jetzt spult er hier wieder sein Tape ab. Aber es ist tatsächlich so, Clubhouse kann man variabel spielen, nicht unendlich, aber es gibt gewisse Variablen, die man da reinpacken kann. Als Zuschauer, wenn man jetzt hier neu mit dabei ist und sagt, ey, ich guck mal, was hier auf Rainbow Six gerade läuft, hab noch nie irgendwie wirklich selber gespielt, hab vielleicht mal Lust. Clubhouse kann ich euch sehr, sehr empfehlen, weil sich die Räume sehr, sag ich mal, fixieren auf einen bestimmten Fixpunkt. Werden wir euch gleich alles auch nochmal erklären, wenn ihr jetzt sagt, was meint der Mann? Wartet ab. Wir werden das gemeinschaftlich noch auseinanderknibbern. Ja, also Infos gibt es dann, wie heißt das schön, on demand. Also wenn wir halt gerade, wenn wir gerade dabei sind, wenn es gerade rund geht. Und es geht auch jetzt gleich jeden Augenblick mit rein ins Match. Die Lobby ist auf jeden Fall schon mal voll und alle 10 Spieler sind anwesend. Wir warten jetzt gerade noch kurz darauf, dass es auch losgeht. An dieser Stelle die liebe Lireneko ist heute wieder als Kollegin im Spiel dabei, als Observer dabei. Vielen lieben Dank an der Stelle schon mal. Wie immer natürlich vorneweg. Ihr kennt das alte Spiel Hashtag Observer loben schon mal in den Chat, denn ohne einen Observer, ohne die Lireneko wird es echt schwierig. Und das haben wir ja vor 2 Wochen eigentlich auch so ein bisschen mit festgestellt. Aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Wir kriegen jetzt auch hier auf unserem Screen, den ihr noch nicht sehen könnt, aber die letzten Ready-Meldungen. Das heißt, alle haben sich eingecheckt. Wir, meine Lieben, gehen rein auf Clubhouse nach Hannover. Die 4 Reiter nennt sich dieser wunderschöne Biker-Club hier, der für mich immer noch ein sehr, sehr angenehmes Caster-Gefühl verbreitet, aber auch immer so eine gewisse Spannung mit reinbringt, weil, ja, wir haben schon so ein oder andere Spiele gesehen, der Thorst und ich, und man muss sagen, wir haben eine Menge gesehen, aber wir sind uns letztens erst darüber bewusst geworden, wir haben scheinbar noch nicht alles gesehen. Nee, also wie gesagt, wir haben... Das war auch echt das absolut Verrückteste, das eine Match. Wir haben das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dir ging es genauso wie mir. Das war so ziemlich das schnellste Match, was wir je gesehen haben. Das ist richtig. Es waren, glaube ich, 4, 5 oder 6 Runden Rush-Strategie auf Kaffee Dostojewski, die alle ungefähr 30 Sekunden gedauert haben. Es war absolut verrückt. Aber ich glaube, das werden wir heute mit Mercury, glaube ich, oder? Waren die nicht auch dabei? War das nicht Mercury? Ja, natürlich. Mercury war mit dabei. Ja. White Tigers waren mit am Start, also auch bekannte Spieler von hier. Und dementsprechend, das war schon sehr, sehr interessant, da auch mal reinzuschauen. Und einfach mal zu gucken, wie kann man denn, sag ich mal, gegen eventuell Underdogs auch bestehen. Und wir beide waren jetzt zum Beispiel sehr, sehr fasziniert von dem Team Noetic. Das haben wir ja sozusagen für uns entdeckt. Das sind zwar auch Schweizer, aber das sind Französisch-Schweizer, also die leben sehr, sehr am Rand Richtung Grenze Frankreich, haben dort auch gerade die aktuelle Liga dominiert und gewonnen. Und wir hatten sie nicht wirklich auf dem Schirm, weil wir haben nicht so viel mit der Schweizer Liga am Hut. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ich würde mir sehr wünschen, wenn sie vielleicht irgendwann auch mal bei der Ascension League sich für die Qualifiers anmelden und da auch nochmal zeigen, was sie können, wäre ich sehr, sehr begeistert, denn dann würde hier noch mal ein Ticken mehr, ich sag mal, Frag-Power reinkommen. Und davon haben wir schon eine ganze Menge, das muss man auch mal anmerken. Oh ja, absolut. So, jetzt haben wir viel geredet. Gehen wir mal ganz kurz auf die Bans ein. Ash finde ich sehr, sehr interessant. Target als Ban Nummer 1, das ist absolut. Sieht man sonst an sich nicht häufig. Maverick, ein bisschen Heartbreach, den sieht man gerne auf Clubhouse gebannt.
Und dann in der Defense Milusi und Maestro, gerade Milusi mit ihren nervigen, brummenden Banshees, sieht man ganz gerne gebannt, weil man da einfach nicht mit rumhantieren möchte. Und Maestro mit seinen Evil Eyes immer nach wie vor ein starker Operator. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber zu diskutieren. Und auch die Alda als Waffe natürlich ein Biest an Gerätschaft. Und jetzt gucken wir mal, wie sich hier Aquila und Mercury begegnen. Wir starten unten auf Church und Arsenal. Nummer 1. Man hat sich da schon mal... Für den Chat, es wird gerade gefragt, was macht denn der Observer eigentlich? Der Observer ist genau das, was ihr auf dem Bild seht. Das heißt, er zeigt euch hier diese wunderschöne Overview. Er entscheidet, auf welche Operator wir gehen, welche Frags wir sehen. Sorgt einfach dafür, dass wir dieses schöne Bild bekommen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass der Observer eine gute Übersicht hat über das Spiel. Und da kann ich euch sagen, das hat die Lirineko definitiv. Wir sehen immer viele, viele Aktionen. Und das ist so die Hauptaufgabe, damit wir mit euch aktiv auch hier im Chat sprechen können und zum Beispiel solche Fragen auch beantworten können. Also gerne rein fragen, wenn ihr Fragen habt. Wir sind am Start. So, bitteschön. Ganz genau. Und am Start ist man hier auch zumindest schon mal in der oberen Etage. Aquila macht sich da oben nämlich relativ breit. Da sind, glaube ich, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, mindestens mal zwei Leute oben im Start. Wobei der eine Kollege gerade runtergedroppt ist. Ich glaube aus Construction. Aber das ist immer schon mal eine sehr, sehr schöne Geschichte für die Defense. Denn versucht natürlich, die Attack, soweit es geht, natürlich zu verlangsamen. Und die Zeit, die man auf der Uhr hat, die gegen die Attacker tickt, natürlich für sich zu nutzen. Minimi hat einen sehr, sehr schönen Enkel hier aus Strip Club. Einmal quer durch die Bar durch. Aber auch da hat man sich jetzt mittlerweile zurückgezogen. Bis jetzt also noch nicht so wahnsinnig viel passiert tatsächlich. Und das, obwohl man da oben relativ viel auch mit unterwegs gewesen ist. Aber Aquila ist da sehr, sehr geschickt, sich in den richtigen Momenten hier schon zurückfallen zu lassen. Und auf der anderen Seite Mercury auch sehr geschickt, um hier nicht zu viel Zeit zu verlieren. Der eine sitzt allerdings da hinten. Oh, Kaid, ist das in der Kitchen? Nee, es kann kein Kaid sein. Eine sehr, sehr gute Frage, wer das da gerade ist. Ace Lele kriegt, da haben wir die Antwort, nämlich den lieben Demon raus und holt sich auch den guten Zone raus. Double Kill für ihn in der Kitchen. Vigil ist es. Damit wissen wir jetzt auch, wer ist. Sadrasam erwischt mal seinen Teammate, kriegt hier Minimi raus. Also ich weiß nicht, was hier gerade Stand der Dinge ist. Kriegt immerhin auch noch den Kill an Ace Lele, aber Schaden ist natürlich jetzt mehr als angerichtet aus Sicht von Aquila. Die haben jetzt hier... So, in den letzten 45 Sekunden einen schon sehr angehitteten Sadrasam nur noch vor sich und den lieben Bürowelt, der allerdings just in dem Moment gezogen wird vom werten Slasher. Und damit Sadrasam hier ganz alleine muss hier gucken, wo er bleibt. Die Füße liegt auch am anderen Ende der Welt sozusagen. Da kommt nochmal C4 raus und das connected hier sogar wunderschön von dem werten Slasher. Ja, und das war eine Runde... Obwohl das Spot unten war, ist unten nicht so wahnsinnig viel passiert. Sehr interessante Geschichte. Und warum der eine Kollege rausgeflogen ist, wissen wir nicht. Aber ich schätze mal, dass das seinen Grund hat. Aber vielleicht können wir da gleich auch den Kollegen wieder reconnecten. Ist doch schon wieder da. Ah ja, okay. Ja, hat sich das, die Frage auch erledigt. Ist es in dem Moment, wo ich gerade auf meinen zweiten Monitor gucke, ist natürlich wundervoll. Ja, aber du sagst es gerade so schön, das hat sich wieder alles irgendwo anders abgespielt. Vielleicht auch so ein bisschen falsch predicted, dass man vielleicht doch erstmal oben CCTV geht, hat sich darauf so ein bisschen eingelassen auf diesen Pick und dann versucht irgendwie nicht so defaultmäßig auf den Spot aufzuspielen. Man muss aber auch sagen, hier in der Defense hat es gerade sehr, sehr gefruchtet, dass man sich ein bisschen breiter aufgestellt hat und von daher... Muss man sagen, gut, erste Runde keine Runde, aber immerhin sehr eindrücklich, was Aquila uns hier geboten hat. Damit verdienter erster Punkt, kann man definitiv so stehen lassen. Und sagen wir mal, jetzt muss bei Mercury ganz kurz mal so ein Hochmoment vonstatten gegangen sein, wo man sagt, okay, so geht's definitiv nicht. Dann machen wir das jetzt eben wieder nach Standard und dann sollte das auch funktionieren. Wie gesagt, wir haben ja gesehen, die haben White Tigers beinahe vom Thron gekegelt, der Unbesiegbaren sozusagen. Und da zeigt sich einfach, die können was. So ist das nicht. Manchmal haben sie nur einfach so ein bisschen komische Rom drin. Ja, irgendwie wuselig sind sie manchmal. Bisschen sehr wuselig. Ja, good night. Ryo Zone wird hier rausgenommen. Und dementsprechend Sophia jetzt erstmal weg
Das heißt, wir haben jetzt hier einen Attacker weniger. Das ging mal wieder sehr flott, muss man sagen. Und ist die Frage, wie viel Informationen sammelt man bei Mercury gerade eigentlich? Denn Drohnen, ja, das tun sie, aber drohen sie genug? Es sind hier einige Spots sehr, sehr angreifbar, die man sich vielleicht auch mal so ein bisschen aufs Tactic Board schreiben könnte. Und wir sagen immer wieder, Garage sollte doch eigentlich so ein Approach sein, den man immer wieder gerne auch mitnimmt, weil er sehr, sehr wichtig dort oben vom Stellungsspiel auch ist. Da wird man jetzt auch gerade merken, hey, so viel ist da gar nicht los. Da müsste man jetzt eventuell mal ein Augenmerk drauflegen. Aber jetzt rotieren auch schon die Defender wieder in die richtige Richtung. Das heißt, das Momentum, was man sich dort hätte holen können mit Informationen, ist gerade verstrichen. Und wir sehen dafür jetzt erstmal doppelter Aufbau bei Construction. Und ich versuche gerade noch zu gucken, was die anderen beiden denn dort treiben. Wir haben gerade gesehen, einer hing noch unten am Window bei Blue. Keine Ahnung, ob er da vielleicht die Rotation kappen möchte. Aber ein bisschen Support wäre gut, denn wir haben ansonsten das Problem, sehr, sehr einseitige Attack durch das Nadelöhr wird unangenehm. Wer jetzt gedacht hat, oh, das könnte gefährlich werden. Nope. Wamai ist am Start, regelt hier nochmal nach. Auch das sitzt er da nicht. Dafür Ace Lele holt sich im Minimi raus. Den lieben Sledge, auch hier nimmt man sich Sadrasam zur Brust. Slasher aufmerksam. 2 gegen 5. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ungünstig. Bürowelt erhält er auch schon die ersten Hits. Man tackert ihn da voll. Und man weiß, okay, die sind in Construction. Dementsprechend muss man da raus. Schöner Drop jetzt auch von ihm. Jetzt nochmal rumgehen. Nochmal die Position wechseln. Ganz, ganz wichtig. Ace Lele holt sich Demon mit dem Drop. Und Bürowelt wird gleich gehuntet hinterher. Und Dankeschön, wir sehen es auch gleich nochmal. Man hat gesehen, er ist rausgegangen, runtergedroppt. Geht man mal hinterher, kurze Rotation. Da sitzt er in der Hecke. Da kann man nicht viel machen. Also gerade, muss man sagen, läuft es aufbautechnisch ein bisschen verquer. Ja, irgendwie, man kommt nicht so ganz rein gerade ins Spiel und in die Attack. Also Sadrasam aus 2 Runden, der Einzige mit einem einzigen Kill. Gerade die Flawless Round für Akila, das ist auf jeden Fall noch nicht so das, was man sich vielleicht wünscht bei Mercury. Und das ist auch nicht das, was wir für ihn kennen, das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir kennen die Kollegen von Mercury, die können richtig, richtig Ärger machen da. Aber irgendwie, ja, du hast das vorhin schon so schön gesagt, das ist gerade im Moment noch der Wurm drin. Man kommt da gerade nicht wirklich rein ins Match. Und das muss auf jeden Fall, sich noch ändern im Laufe dieses Matches. Klar, man kann natürlich jetzt auch wieder sagen, es ist Clubhouse Defense für Akila, Mercury in Attack. Also noch ist es auch beim 2-0 sowieso noch nicht. Kein Beinbruch hier für Mercury. Wenn sie die 2 Punkte in Runden 5 und 6 machen, dann sind sie auch auf jeden Fall auch im Soll. Also von daher gucken wir mal. Aber mit einem Kill aus 2 Runden kommt man auf jeden Fall mal nicht besonders weit. Da muss auf jeden Fall noch was passieren in den nächsten paar Runden. Aber vielleicht wird man ja noch warm bei Mercury, also es ist halt einfach gerade wirklich, du hast es gesagt, verkorkst. Ja, irgendwie schon, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Wie gesagt, meine kleine Vermutung ist, man hat zu wenig Info momentan auf die Defender. Denn viel Drohne sieht man während der Action Phase nicht wirklich. Also nochmal nachdrohen, auch nochmal ganz kurz innehalten, sich vielleicht nochmal ein bisschen weiter weg positionieren, die Infos sich holen. Das funktioniert nicht so ganz, denn beispielsweise mit einer schönen Cam einfach über Construction da nochmal in Cash reinzugehen, da hätte man auch gesehen, okay, es bringt jetzt nicht viel, da gegen die Vermeis zu spielen und selbst dann rotiert man da einfach weg. Da sind so ein paar Kleinigkeiten, die scheinen unstimmig zu sein. Nennen wir es vielleicht einfach mal unstimmig. Ja, und das muss man auf jeden Fall abstellen, in den Griff kriegen, warm werden, wie auch immer ihr es nennen wollt. Sei dahingestellt, aber das muss auf jeden Fall passieren. Und wann, wenn nicht der beste Spot hier, der vermeintlich unbeliebsame dritte hier auf Jim und Beppo. Und das war gerade eine sehr, sehr knappe Geschichte, muss man sagen. Ja. Da an dem Window die Castle Biker, der Kollege steht direkt dahinter. Haben mehr Glück als Verstand, mehr oder weniger. Zone hat auch richtig Schaden gekriegt von der Aktion, weil der stand nämlich auch direkt neben dem Window. Aber man baut jetzt schon mal relativ anständig auf, verliert allerdings trotzdem den ersten Kill, und zwar gegen Ace Lele, der sich den Bürowelt hier einmal abholt, aber wenigstens direkt der Reflex. Das ist immer ganz, ganz wichtig, den da direkt mitzunehmen hier von dem werten Sadrasam. Jetzt muss er den zweiten Kollegen da auch noch rauskriegen, der dann noch in CCTV bzw. Cash sitzt, aber der gute, ja, Ryo denkt sich, er piekt mal kurz gegen. Wird aber gezogen von Sadrasam, der seinerseits sich allerdings das erste Mal
verletzt auf dem Boden wiederfindet. Aber auch da noch kein Thema. Zone kann ihn da nochmal aufheben. Aber das kostet natürlich auch alles Zeit. Und das ist etwas, was man in der Tech in der Regel nicht im Überfluss hat. Aber mit 1 Minute 15 jetzt noch auf der Uhr ist das auf jeden Fall noch nicht vorbei. Nee, denke ich auch. Ich denke, da wird sich noch einiges tun. Wir haben letztes Mal auch festgestellt, mit einem lieben Early Bird war das, dass man tatsächlich immer eine gewisse Phase braucht, um sich auch irgendwie zu beschnuppern und aufeinander einzustellen. Hoi, 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 die Kamera mal ganz gut angemurmelt. Traf aber das Ziel ganz knapp nicht. Demon steht mittlerweile wieder, jetzt allerdings gedownt, schön gemacht. Man zieht danach Sadrasamt, Triple Kill, holt sich auch Babuborn noch raus, wo er Mimi gesnackt hatte. 2-2-Situation, jetzt doch tatsächlich ein bisschen angenehmer vom Operator-Line-Up her. Das heißt, wir haben sehr, sehr gute Chancen auf beiden Seiten, das Ganze irgendwie in trockene Tücher zu bekommen. Das Einzige, was stört, ist die Zeit. Und da dauert man ihn jetzt auch nochmal ganz entspannt. Smokerino regelt nicht. Mal gucken, ob das jetzt noch was wird. Oh, schön gemacht. Sadrasam, sehr aufmerksam. Quad-Kill für ihn. Slasher gezogen. Ace wäre tatsächlich im Bereich des Möglichen. Pine, Last Man Standing. Holt sich Sadrasam, damit Ace denied. 1-on-1-Situation, 7 Sekunden. Der Einzige, der jetzt aktiv werden muss, ist Zone und der kann nicht viel machen. Diffuser liegt zwar da, aber die kriegt er nicht mehr rechtzeitig, oder? Nein, er kriegt es nicht mehr hin. Aquila nimmt sich die nächste Runde mit. Aber hey, es war wesentlich, wesentlich besser von der Attack-Strategie als noch die beiden Runden davor. Ja, definitiv. Also, anständigen Aufbau hingekriegt. Gleich zwar am Anfang den ersten Kill gegen sich gekriegt, Sadrasam 5, der Rest von Mercury 0. Gut, ist natürlich, wir sagen zwar besser, aber reichen tut es auf jeden Fall noch nicht, aber trotzdem, es war zumindest mal ein schöner Aufbau drüben, über die Garage, über CCTV, über Cache, Reflex auch gesetzt, also alles in allem war die Attack durchaus anständig, muss man auch sagen, aber gereicht hat es halt zum Schluss trotzdem nicht und wir sagen immer, das, was zum Schluss auf dem Scoreboard steht, ist das, was zählt und das ist halt die Runde dann doch für die werten Kollegen von Akira, die mit 3-0, denke ich mal, hier mit diesem Start in dieses Match mehr als zufrieden sein können, so wie es gerade läuft. Denn auch wenn Mercury jetzt zumindest nicht mehr ganz so planlos, komisch, wie auch immer, wie die ersten beiden Runden unterwegs ist, kriegt man als Akira das allerdings auch so noch sehr gut im Griff, behält bis jetzt absolut die Kontrolle auch über die Runden. Und das ist das, was zum Schluss ihn hier dann durchaus auch die Runden aufs Scoreboard bringt. Und da müssen Mercury weiter dran arbeiten. Wir starten wieder unten. Interessant wird jetzt, dass wir den Montemi sehen. Nämlich Minimi auf die Montagne. Das wird interessant. Ist so ein bisschen seine All-Time-Favorite-Role, die auch, glaube ich, die Fans immer sehr, sehr gern sehen. Und wir natürlich auch. Mal gucken, ob man damit vielleicht einen gewissen Vorteil sich erarbeiten kann. Denn wir nähern uns wieder dieser magischen Zahl. Wir haben 3 Punkte schon für Akila. Ein 4. Punkt kann da noch drauf. Ist in Ordnung für einen Swap. Aber dann ist auch Schluss. Und so langsam muss Mercury den Schlüssel fürs Schlüsselloch definitiv mal drehen. Und die Minimi-Monte-Emotes sind im Chat auch dabei. Das ist doch schön. So, man versucht jetzt hier über den Tunnel. Minimi allen voran, logisch, der hat ein Schild vor der Nase, aber mächtig Gegenwehr hier am Start von Seiten Akira. Oh, das war aber richtig eng, gerade Minimi ist sehr slow, der darf jetzt nicht mehr viel abkriegen von der Smoke, die möglicherweise gleich ihm entgegengeflogen kommt. Das ist schon mal wieder so eine Sache, die ist nicht optimal und die spielt Akira natürlich wieder in die Hände. Denn den brauchst du auch nur noch anhusten, selbst wenn er ein Schild vor der Nase hat, den Fuß treffen reicht auf jeden Fall auch. Das ist auch hier wieder nicht der optimale Start, den sie sich vielleicht wünschen bei Mercury. Und da wird auch immer wieder gegengepickt. Das heißt, man kriegt auch die Kontrolle über den Tunnel absolut im Moment nicht wirklich rein. Die Goombines, können Monty natürlich auch noch ein bisschen schaden. Die muss er da auch irgendwie wegmachen. Also alles in allem wird das hier für Minimi sehr schwer, um es mal nett auszudrücken, hier wirklich durch den Tunnel durchzukommen. Und jetzt kommt die erste Smoke. Wie gesagt, da muss er jetzt richtig drauf aufpassen, denn ein, zwei
Atemzüge mit Giftgas und dann war's das für Minmi. Aber auf anderen Seiten ist man auch unterwegs, nämlich der werte Sadasab, der sich hier über die Blue Stairs orientiert und versucht da irgendwie rein zu kommenden Fuß zu fassen. Ryo kriegt den ersten Kill auf den guten Demon, damit ist einer der Heartbreacher bei Mercury raus. Wieder der erste Frag hier auf Seiten von Akila mit dabei. Zone schleicht sich auch nochmal an über den Oil Pit. Ich bin mir gerade nicht sicher, das könnte was werden, aber nein, gut aufgepasst hier von Babu, der da einfach noch einen schönen Querengel hat. Sadrasam kriegt allerdings hier Ace Lele rausgezogen, damit zumindest Blue für den Augenblick mal clear. Aber reicht das? Das ist die Frage. Wahnsinnig viel Zeit hat man nämlich auch nicht mehr mit 40 Sekunden jetzt noch auf dem Timer. Und man muss auch noch reinkommen. Monty steckt halt immer noch fest drüben im Tunnel. Ah, Ryo kriegt hier auch noch Bürowelt, Sadrasam damit effektiv wieder, ja, fast alleine, denn Minimi alleine mit Monty wird es halt auch extrem schwierig. Das war's mit dem guten Sadrasam. Pine kriegt den hier, ja. Und was soll jetzt ein Minimi auf einem Monte alleine mit ungefähr 5 HP, wenn es überhaupt 5 HP sind, noch anrichten? Kann jetzt hier, glaube ich, abwarten und dann ist es der Pokéball. Und das 4:0 von Akila. Ein wildes Minimi eingefangen, könnte man sagen. Aber das ist halt, also weiß ich auch nicht genau, was man sich da direkt vorgestellt hat. Dass das Minimi auf Monte gut unterwegs ist, gar keine Frage, brauchen wir nicht bezweifeln. Aber rein von der taktischen Seite, Monty allein da zu lassen, ist sehr fahrlässig, weil der kann effektiv überhaupt nichts machen, außer präsent sein. Und das ist immer der Moment, wo ich den Leuten dann auch immer sage, Leute, lasst den Monty sein. Den interessiert jetzt keine Sau. Wenn der alleine ist, wurscht, könnt ihr stehen lassen. Und da hat man sich auch nochmal dezent zurückgezogen und gesagt, komm, lass den kommen, was will der machen? Ja. Also das ist so die Kehrseite davon, ist ein saustarker Operator in der Combo, aber alleine schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, und so langsam wird es, ja, ich will nicht sagen düster für Mercury, aber die Batterie der Taschenlampe wird schon langsam leer. Ja, das stimmt. Also das ist diese magische Zahl. Wir sagen es immer wieder. 4-2 auf einer Defense-Map ist in Ordnung. Damit kann jeder was anfangen. Da hat auch noch sich keiner irgendwie geschadet mit. Jetzt müssten aber rein theoretisch zwei aufeinanderfolgende Runden kommen von Mercury. Und man ist irgendwie nicht ganz da heute, habe ich das Gefühl. Die Taktiken gehen nicht so ganz auf. Die Winkel werden nicht so wirklich gehalten. Man hat wenig Info scheinbar über das gesamte Defense-Feld. Ne, man versucht irgendwie immer so blindsided irgendwo raufzugehen. Das funktioniert gerade gegen Akila sowieso nicht, denn die wissen ganz genau, was sie da machen. Und ich werde euch jetzt auch schon garantieren, sobald der Swap kommt, werden wir ein ganz anderes Attacker-Lineup sehen. Viel mehr Drohne, viel mehr Informationsbeschaffung und damit natürlich auch ein viel besseres Attacking. Das, wie gesagt, klingt jetzt immer alles erstmal sehr negativ, aber gerade ist wirklich der Wurm drin. Und ich würde es ihnen jetzt echt gönnen, diese zwei Punkte noch zu holen, durchzuschnauben und zu sagen, alles klar, vergessen wir den Rotz, wir fangen in der Defense dann nochmal ganz von vorne an. Und das funktioniert, also das kann durchaus gehen, aber zwei Punkte müssen jetzt kommen. Ja, mit dem 6-0 ist das halt, dann halt reicht halt eine Runde, die man da doch mal abgibt und dann ist halt Feierabend. Das können wir langsam die Bücher zusammenklappen. Ja, so sieht's aus. Aber mal gucken, man hat immerhin jetzt schon mal den Breach vorne relativ schnell aufgekriegt. Pine war da zwar als Bandit dahinter, aber war da nicht fix genug mit Bandit-Tricking, deswegen hat Demon mit der Exo-Stomach-Charger schon mal den ersten Schritt gemacht und das ist ganz, ganz wichtig. Man muss jetzt irgendwie eine geordnete, anständige Attack hier durchbringen. Büro rotiert rum, versucht es natürlich mit dem Aufbau nochmal mit zweiten Seite hier. Sadrasam ist eh schon drin über Construction. Die Seite da ist auf jeden Fall auch auf links, haben wir es kurz gesehen. Man ist auch jetzt bei 1,40 zumindest schon mal dran am Spot. Muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Boah, da hat man aber gerade den guten Legion mal kurz gesehen. Kriegt den hier injured von der anderen Seite. Und Zone schiebt einfach mal die Lifeline hinterher und erwischt damit mal den ersten Opening Crack für Mercury. Nämlich auf den werten Riesen. Hat zumindest mal ein gutes Zeichen. Jetzt in die richtige Richtung. Demon nochmal nachgelegt. Pine geholt. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Minimini holt sich das Slasher. Damit die 2-5-Situation. Einfach mal das Spiel gekippt auf die richtige Seite, nämlich auf ihre. Sie wollen jetzt hier definitiv an den Start gehen und sich den Punkt holen. Babu Born kriegt die ersten Fracks da vorne ab. Ace Lele holt sich Bürowelt. Damit der erste Frag für Akina.
Und jetzt hier nochmal Sadrazam nachgelegt. Baboborn geholt. Ace Lede, Last Man Standing gegen 3. Nicht unbeatable, aber tatsächlich eine mordsmäßige Aufgabe. Gerade jetzt mit dem Diffuser im Rücken läuft die Zeit nochmal gefühlt doppelt so schnell. Man muss jetzt alles auf eine Karte setzen, aber Zone macht das gut. Nimmt da die eigenen, ja, schon fast Schießscharten der Defender. Hier sieht man es auch nochmal schön. Und legt sich da mit dem Jäger an. Und dann ist die Sache auch gewuppt. Damit der erste Punkt für Mercury. Welcome to the scoreboard. Schön, dass es geklappt hat. Jetzt noch eine Runde und dann können wir nochmal ganz von vorne anfangen. Ja, so sieht's aus. Also irgendwie gerade so einen kleinen Schalter umgelegt bei Mercury. Die Kills gesetzt, wo sie wichtig waren, den Aufbau anständig durchgekriegt und dann einfach schnell rein geplantet, auch sicher geplantet. Man wusste, Ace Lele ist hinten noch unterwegs. Der ist zwar dann nochmal hochrotiert, der hat auch gute Arbeit geleistet, aber zum Schluss hat man bei Mercury dann doch mal, ja, das Lenkrad in die Hand genommen und auch damit die Runde mitgenommen. Und das ist absolut wichtig. Jetzt noch die zweite hinterher. Und dann hast du, wie du schön gesagt hast, dann können wir nochmal von vorne anfangen, weil dann ist Mercury auch im Spiel angekommen. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Theoretisch reichen ja Runde 5 und 6 mit den 2 Punkten, wenn man dann drin ist. Als Attacker ist das völlig in Ordnung. Und dann als Defense in die zweite Hälfte dann richtig aufzudrehen. Also von daher, das ist hier noch lange nicht vorbei. Trotzdem, der zweite Punkt sollte jetzt auf jeden Fall her. Akila, die werden sicherlich da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Das darf man an der Stelle natürlich auch nicht vergessen. Und so ein 5-1, ja, wie gesagt, es ist immer ärgerlich dann für denjenigen, der so weit im Rückstand ist. Unmöglich ist es dann aber auch für Mercury nicht. Aber das müssen wir abwarten. Ja, ob das jetzt, die Runde doch mal an. Ob das jetzt gereicht hat, was man mit der Runde 5 da gerade angefangen hat. Das war auf jeden Fall eine sehr überzeugende Runde. Also diese Umkehr, sehr, sehr flott, das Ganze in die eigenen Hände zu nehmen, das war tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und jetzt darf man aber nicht nochmal auf diese Strategie aufbauen, denn jetzt sind sie, guck dir das Line-Up an, sehr, sehr breit gefächert, das Ganze. Also wir haben ein sehr großes Defender-Line-Up gerade hier auf der Map und das kann natürlich dann sehr, sehr schnell auch wieder kippen. Deswegen, man muss jetzt nochmal ganz von vorne beginnen, sich nochmal eine Strategie überlegen, das Ganze nochmal von vorne aufrollen. Wir haben zwei Mann vorne bei der Double Wall, einen hier jetzt direkt an der Construction Wall. Wir haben jemanden am CCTV-Window und wo Nummer 5 ist, das sehe ich tatsächlich gerade nicht. Könnte eventuell sein, dass der sich nochmal... Ach, da hinten Lichter, okay. Sind also 3 Leute direkt vorne in der Wall. Dementsprechend, das könnte funktionieren. Wir drücken auf jeden Fall Mercury. Die Daumen-2-Minuten-Marke erreicht. Jetzt beginnt so ein bisschen das Prepare für die Attack. Und dazu muss man sich natürlich jetzt dort drüben diese Wall aufmachen. Da hören wir sie auch gerade schon. Zack, da gab es kurz die Detonation. Damit haben wir jetzt auch die Sidewall offen. Also vom Aufbau her sieht es schon wieder sehr, sehr gut aus, was Mercury macht. Wesentlich durchdachter, wesentlich geordneter. Man wusste sofort, was sind die Aufgaben, wer muss was aufmachen. Man hat sich sehr viel geöffnet. Also man hat jetzt die Hedge aufgemacht zu Office. Wir haben die Möglichkeit, über Construction zu kommen. Wir haben die Double Wall, wir haben die Side Windows. Garage wäre jetzt natürlich noch eine Extraklasse, wenn man die jetzt auch noch mit einnimmt. Dann hätte man so ein komplettes Line-Up, also so eine komplette Schlaufe, die sich langsam zuzieht. Mal gucken, ob es auch dafür jetzt reicht. Zone holt sich Eslele damit 4-4 Operatoren-Ausgleich. Ja, nachdem Minimi gerade leider rausgeflogen ist. Aber ist Gott sei Dank direkt wieder da. Das ist immer schön zu sehen. Das sind dann diese kleinen Schwierigkeiten, die allerdings natürlich trotzdem durchaus ärgern. So, sehr schön hier von unten nochmal gearbeitet. Slash sogar ein bisschen Schaden genommen von der Lifeline, aber nicht weiter dramatisch. Schöner Engel hier von Zone. Gut aufgepasst vor allem auch. Kriegt hier auch den Werten Ryo raus. Damit 3 versus 4. Zone natürlich relativ low jetzt, aber trotzdem wichtig ist, er ist noch am Leben. Demon kriegt Slasher. Damit jetzt 4 versus 2. Sieht also gar nicht mal schlecht aus. Baboborn kriegt allerdings den Kill auf Zone, damit jetzt die Sophia von unten da mit dem Reflect doch die Night. Das könnte sogar landen, dass die 4. Nein, tut's tatsächlich nicht. Noch mehr als weit genug weg. Demon hier draußen noch am Hedge, sorry, schon am Breach natürlich.
versucht hier jetzt irgendwie reinzukommen. Aber die Zeit wird langsam eng. Und Pine macht hier mal eben kurz einen Double-Kill drauf. Büro und Sadrasam raus. Demon kriegt nochmal Baboborn. 1 versus 1. Aber 10 Sekunden ist nicht viel Zeit. Aber Demon schießt da einfach nochmal schöne Awareness rüber durch den Breach in Richtung Construction und setzt da nochmal einen schönen, schönen Kill zum Schluss. Und das ist die so unglaublich wichtige Runde jetzt, die Mercury hier mitnimmt in die zweite Hälfte. Ja, meine Lieben, damit dürfen alle Mercury-Fans aufatmen, denn damit haben sie es tatsächlich geschafft, sich im Spiel zu halten. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus, was sie jetzt in den beiden Runden abgeleistet haben. Sie haben immer wieder die Refrax gesetzt, ganz, ganz wichtig. Das hat am Anfang komplett gefehlt. Sie haben wesentlich mehr Info, wesentlich mehr Map-Awareness. Und das kommt ihnen gerade einfach zugute. Und wir schauen jetzt ganz besonders auf die Defense von den Jungs von Mercury. Da wird nochmal gesixpickt von Rook auf Rook. Auch schön. Kann man mal machen. Lass ich mal so stehen. Wir gehen auf Basement und dementsprechend auf Church und Arsenal. Mal schauen, ob die Jungs von Aquila sich jetzt damit zufrieden geben, dass sie sagen, ey, okay, jetzt müssten wir im Endeffekt nur genauso spielen, zwei Runden holen und danke, dann wären wir bei einem Unentschieden. Aber was heißt unentschieden? Dann würden wir in die Overtime gehen. Unentschieden gibt es ja bei uns nicht. Mhm. Aber die Sache ist halt, ich glaube, Aquila will mehr. Und es würde ihm eine Runde mehr schon reichen. Das ist jetzt ein bisschen die Gefahr. Ja, und beide Teams können ja tatsächlich den Sieg und damit natürlich auch die Punkte hier sehr, sehr gut gebrauchen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Mercury gerade auf Position 6 unterwegs, hat einen Punkt mitgenommen bis jetzt, aber auch noch kein Spiel gewonnen. Aquila überhaupt noch gar nichts gewonnen, die sind dabei absolut 0 Punkten noch mit dabei. Deswegen brauchen beide Teams hier langsam mal den ersten, beziehungsweise für Mercury wäre es dann der zweite, beziehungsweise dritte, vierte Punkt, je nachdem. Aber wenn sie da weiter, vor allem wenn sie oben weiter mitmischen wollen, ist es natürlich wichtig, nicht gleich am Anfang den Anschluss zu verlieren, punktetechnisch in der Tabelle. Mhm. Und deswegen können gerade Aquila und Mercury hier den Punkt oder die Punkte sehr gut gebrauchen in diesem Match. Ja, dann kannst du uns vielleicht auch gleich nochmal brieftisch erklären, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, was passiert denn mit den punktetechnisch? Das machen wir doch sehr, 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 sehr gerne. Also, wie gesagt, Unentschieden gibt's nicht. Bei 6-6 wird nur ganz normal die Overtime ausgespielt. Wenn wir allerdings bei einem 6-6 landen sollten, bekommen sowohl Aquila als auch Mercury jeweils einen Punkt. Deswegen hat Mercury ja auch schon einen Punkt, obwohl sie noch nichts gewonnen haben an Matches hier in der Ascension League. Und dann wird in der Overtime nochmal um einen zweiten Punkt gespielt. Das heißt, der Sieger kriegt dann, wenn es in der Overtime der Sieg ist, 2 Punkte und der entsprechende Verlierer aber trotzdem noch 1 Punkt. Finde ich ein sehr schönes System übrigens. Mhm. Er bringt auch eben frischen Wind rein, das haben wir gemerkt. Mhm. Das letzte Mal ging es um einen ganzen blöden Punkt. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, da muss man dann halt auch gucken, das ist ähnlich wie so ein bisschen beim Fußball, auch da diese kleinen Punkte mitzunehmen. Und auch das kann nachher tatsächlich was bringen. Ja, Babu ist schon raus, damit ist Mercury aktuell im Vorteil und die sind sowieso im Vorteil, denn wir sehen, der gute Minimi geistert hier oben noch rum, obwohl der Spot 2 Etagen tiefer ist. Pine kommt jetzt hier allerdings nochmal über die Easters dazu und erwischt ihn hier. Allerdings, wenn wir uns mal die Zeit angucken, jetzt ist noch 1:10, das hat schon richtig, richtig Zeit gekostet für Aquila. Die müssen sich jetzt richtig ranhalten, wenn sie da unten auf den Spot noch aufspielen wollen. Also für Mercury läuft es gerade im Moment auch hier in der Defense bis jetzt sehr, sehr gut. Dann hat sich da das Hedge schon geöffnet, also der Weg ist ja zumindest in die Richtung schon mal einigermaßen frei, aber man steht hier im Moment gerade so ein bisschen still und das ist schlecht. Sadrasam kriegt Pine, Rio kriegt Demon, Ryo mit dem Double kriegt Sadrasam auch, 3 versus 2. Aquila, leichter Vorteil, was die Manpower angeht, aber Slasher ist super, super low. Zone versucht hier nochmal von unten, das C4 nochmal geschmissen, connected an der Stelle allerdings nicht, aber gucken wir auf die Zeit. 30 Sekunden ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für Aquila. Die müssen jetzt schauen, dass hier reinkommt. Büro, der wartet da natürlich und der hat so einen schönen Engel, kann allerdings den Kill nicht landen, im Gegenteil. Dafür kriegt Zone hier Ryo ab, 2 versus 2, Ace Lele kriegt allerdings Zone 2 versus 1. Büro ganz alleine muss es jetzt nur noch irgendwie über die letzten 10 Sekunden bringen, aber man wird jetzt sicherlich drüben im anderen Spot planten. Da sehen wir, Slasher setzt an zum Plant, oh, das könnte durchaus böse sein und die Impact kriegt tatsächlich sogar direkt den Kill hier auf Slasher und damit läuft die Zeit ab. Mercury gewinnt Runde Nummer 7, ja was ist denn jetzt los? Das habe ich mich allerdings auch gerade gefragt. Aber das war...
Also der Pokéball. Was ist los? Der war on point, wie man so schön sagt. Also das hat echt nochmal richtig gefruchtet. Sehr, sehr gute Impact von ihm und damit das Team weiter im Spiel gehalten. Sehr, sehr schöne erste Defense-Runde. Kleine, kleine Fehlerchen haben sich eingeschlichen, aber all in all schöne Aware und damit hier das 4-3. Das würde bedeuten, nächste Runde könnte bereits der Ausgleich kommen und dann beginnt das ganze Spektakel nochmal von vorne. Es könnte also weiterhin hier ein sehr, sehr spannendes Spiel werden, auch wenn man anfangs vielleicht gesagt hätte, sieht recht eindeutig aus. Sah es auch, gar keine Frage, aber und das ist es eben, was wir jetzt vor kurzem erst so ein bisschen diskutiert hatten, es braucht manchmal einfach so zwei, vielleicht auch drei Runden, um sich auf den Gegner einzustellen, um zu gucken, wer spielt was, wo sind die Entries, welche Positionen werden gespielt, großer Aufbau, kleiner Aufbau, schneller, aggressiver, ne? Es gibt so viele Varianzen, die man dort so ein bisschen mit beachten muss und wenn das dauert, dann dauert es halt und wenn man dann aber zurückkommt mit dem richtigen Gegenline-Up, dann ist doch alles in Ordnung. Und deswegen gibt es ja diese langen Runden. Ne? Nicht wie bei Ranked, wo dann quasi nach den drei Runden schon der Swap ist, sondern man kann relativ entspannt auch mal ein, zwei Runden abgeben, bis es gefährlich wird. Und gerade macht Mercury eine richtig gute Figur. Aquila jetzt tatsächlich so ein bisschen in Zugzwang. Du hast es so schön gesagt. Es dauerte einen Ticken zu lange. Man hatte sehr spät den Attempt auf den Spot selbst und dann auch nur mit halber Manpower, weil der Rest noch oben war. Da hätte man vielleicht ein bisschen gezielter, also ein bisschen gemeinschaftlicher angreifen können. Aber das ist wieder das große Hätte wäre wenn und wir sehen ja sowieso mehr als die Spieler. Von daher spannend drüber. Lieber mal gucken, was Runde 8 bringt. Ja, man weiß auch nie, vielleicht war da noch irgendwo eine Kamera oder sonst irgendwas. Das ist natürlich vielleicht eine Drohne, die Zone gecaptured hat. Wie auch immer, das wissen wir nicht, mal gucken, aber wir haben ja nach dem Match ja auch noch Interviews mit dabei, deswegen sind wir mal gespannt. Da können wir auf jeden Fall noch die eine oder andere Frage dann mit aufgreifen, sicherlich. Mal sehen. Aber jetzt geht's erstmal an die Attack hier auf CCTV und Cash und da macht Aquila jetzt gerade richtig Druck. 1,50 auf der Uhr, man ist hier schon voll drin in Construction und macht hier richtig, richtig Ärger schon mal und richtig Druck auch auf Mercury. Das ist schon mal sehr, sehr schön zu sehen. Die wollen natürlich Aquila jetzt, nachdem sie drei Runden am Stück abgegeben haben, auch langsam mal wieder einen Punkt machen und ihren ersten in der Attack dann natürlich auch mitnehmen, um hier Mercury auch nicht zum Ausgleich kommen zu lassen. Zone kriegt allerdings den ersten Kill diese Runde, erwischt den guten Slasher auf dem Thermite, damit einer der zwei Heartbreacher, die man in Attack mit dabei hat, hier schon mal rausgenommen. Ace Lele, er versucht hier irgendwie einen Engel vom Fenster aus zu finden, findet aber bis jetzt keinen. Das ist natürlich super ärgerlich, der zweite Teamkill schon in diesem Match. In Runde 1 war es, glaube ich, einer bei Mercury. Ryo wird hier erwischt von Babu. Das ist natürlich nicht gut für Aquila. Schöne Geschichte, schöner Engel von Babu hier. Kriegt den werten Minimi, der da ja sein Bein noch um die Ecke nicht ganz schützen konnte. 3 versus 4. Das ist nicht unmöglich für Aquila. Und vor allem, sie haben noch eine gute Minute, nicht mehr ganz, aber das ist durchaus noch machbar. Das ist einiges noch machbar. Jetzt muss man gucken, dass man so ein bisschen diesen Stillstand, diesen erzwungenen Stillstand ein bisschen wieder zurechtgerückt bekommt. Und das hat jetzt gerade doch ein bisschen wehgetan, dass man sich da zwei Leute hat nehmen lassen. Auch Büroweltlicht nochmal nach, nimmt sich auch den dritten raus, nämlich den lieben Pine. Damit Ace Lele und Babu Born. Last Man Standing, 2 gegen 4, doppelte Manpower auf einen vom 2 Defender. Babu Born holt sich Zone, schon mal ein bisschen angeglichen, noch nicht ausgeglichen. Da muss man jetzt aber nochmal nachjustieren, denn die Zeit läuft davon. 10 Sekunden jetzt, Bürowelt holt sich Babu und jetzt der Push in Cash. Mal gucken, ob das was wird. Man weiß, wo der Gegner ist, wird gedownt, könnte sich theoretisch nochmal aufraffen, aber Bürowelt flintet ihn da mal ganz kurz vom Parkett. Damit die nächste Runde und der Ausgleich für Mercury Esports gegen Aquila. Ja, und damit sind wir wieder bei plus minus null. Deswegen, man soll den Tag nie vor dem Abend loben. 4 starke Defenses in den Runden 1 bis 4 von Aquila und dann, ja, das komplette Comeback jetzt gerade mehr oder weniger von Mercury. Gleichen aus auf 4-4. Und jetzt können sie hier vielleicht sogar noch vorbeiziehen an Aquila und einen 5 oder vielleicht sogar 6-4 draus zu machen. Oder aber, und da sind wir beide natürlich immer vorne mit dabei, vielleicht geht es ja sogar noch in die Overtime zwischen den zwei Teams. Also bis jetzt
Starker Anfang für den Akila, richtig schwer reingekommen, Mercury, jetzt aber richtig gut zurückgekommen. Was will man mehr? Defenders, protect your bombs from being confused by attackers. Erstmal nicht viel, also erstmal sieht das gut aus. Akila will natürlich jetzt mehr, das steht definitiv fest. Und dementsprechend werden sie jetzt auch nochmal einiges dranlegen. Also ich fand das Tempo gerade sehr, sehr schön, was sie vorgelegt haben, aber es ist tatsächlich so ein bisschen in die falsche Richtung rotiert, weil man sich da eben auch ein bisschen ungünstig aufgestellt hatte. Sie waren schnell drin, sie hatten auch schnell diese Spot-Hoheit, aber konnten damit relativ wenig anfangen, denn wie das häufig so ist, du kannst entweder ein schnelles Spiel machen oder du kannst viel Infos haben und hast dafür ein sehr langsames Spiel. Und dann hattest du den Spot und dachtest dir, ja, wo steht der Rest jetzt nun? Man wusste es einfach nicht. Ist dann selber so ein bisschen gefrackt worden. Also war auch ein bisschen ungünstig, das Ganze. Nichtsdestotrotz würde ich mir gerne nochmal anschauen, so ein schnelles Spiel. Ryo holt sich Demon! Kuckuck! Und auf Wiedersehen, sagt er sich da. Das war mal ganz kurz aus der Kitchen geholt worden. Und wollte da scheinbar über diese kleine Erhöhung aus dem Kitchen-Window mal ganz kurz rauslooken. Aber da denkt man sich, nur, also die Spots kennen wir mittlerweile alle. Mhm. Und da lässt man sich natürlich nicht drauf ein. Vier Mann jetzt beide, Double Wall plus den letzten Mann über die Garage rotierend. Ich weiß gar nicht, ob der Garage direkt jetzt auch angreifen möchte. War jetzt aus der Bewegung hier noch nicht ganz ersichtlich, werden wir uns aber bestimmt gleich nochmal angucken. Wir sehen jetzt hier auch, Garage ist damit jetzt eingenommen. Man kommt über den Catwalk, kann sich da also auch nochmal eine Site mit organisieren. Und Spot ist ja Gym und Master Bedroom, das heißt, von da einfach aufzubauen, von da auch einfach nochmal clear vorzurücken, ist gar nicht mal verkehrt. Klar, kostet ein bisschen Zeit, aber nicht ganz so viel wie auf anderen Maps. Das heißt, man kommt hier auch relativ entspannt noch an. Slasher, schön Sadrasam gezogen. Schönen Klick. Slele holt sich Zone damit 2 gegen 5. Natürlich jetzt wieder absolut ungünstig. Das war so nicht geplant, wird sich Mercury denken. Wieso haben wir das nicht kommen sehen, dass diese Attack dort so brachial auch abgepasst wird. So wie Slasher hier Bürowelt abpasst. Die Info ist einfach da. Minimi holt sich nochmal. Ryo damit zumindest die Flawless denied. Ace Lele legt aber gleich nochmal nach. Minimi Retract. Runde geholt. Akila geht erneut in Führung. Ja, die lassen sie sich hier noch nicht ganz aus der Hand nehmen, Akila. Bis zum Ausgleich haben sie sich gedacht, aber dann ist Feierabend. Starke Attack, muss man sagen, mit viel, viel Tempo und auf jeden Fall einiges an Druck aufgebaut. Sehr, sehr schön durchgeklärt und die Kills an den wichtigen Stellen und schön gesetzt. Damit jetzt hier wieder der leichte Vorsprung. 5-4, aber es ist nur ein Punkt. Das kann leicht wieder auf einen 5-5 gehen. Man kann es allerdings jetzt vielleicht auch auf den ersten Matchpoint bringen, wenn es ein 6-4 sein wird oder sollte für die werten Kollegen von Akila. Mhm. Aber warten wir es mal ab. Die Overtime ist hier auf jeden Fall noch nicht vom Tisch, denn wir haben noch ein paar Runden, bis wir hier wissen, wer hier mit welchem Ergebnis aus diesem Match rausgeht. Aber auch aus Sicht von Mercury muss man sagen, okay, das war jetzt Gym Bedroom, das ist immer der vermeintlich dritte Spot, den man da durchaus auch mal verlieren kann. Nachdem wie Mercury gerade gespielt sind, sind sie auf jeden Fall jetzt im Match drin. Das ist schon mal das viel Wichtigere, das wir nach den ersten vier Runden ja gesehen haben. Und jetzt gucken wir mal, wohin noch die Reise geht. Ob es jetzt ein 5-5 geht, dann ist natürlich wieder alles absolut offen. Hier, ja, wie gesagt, vielleicht auch mit dem 6-4, Akila. Das war auf jeden Fall gerade eine echt gute Attack. Mal sehen, ob es wieder funktioniert. Aber jetzt geht es wieder runter und Mercury spielt das hier oben vor allem auch wieder sehr weit auf. Mal gucken, ob ihm das jetzt tatsächlich auch nicht auf die Füße fällt. Denn wenn, ich sag immer, wenn sowas schnell ausgedroht wird, dann bist du auch ganz schnell auf dem Spot. Und dann wird's eng. Wir schauen mal. Wie gesagt, jetzt haben sie das erste Mal ihr Momentum verloren bei Mercury durch diesen letzten Angriff von Akila. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, das bringt einen auch wieder so ein bisschen aus dem Konzept. Man ist nicht mehr ganz so unbesiegbar. Man muss sich also nochmal was Neues einfallen lassen, vielleicht auch nochmal zu alter Stärke zurückfinden. Das klingt immer jetzt alles so weit hergeholt, aber es sind manchmal so kleine Momente, die das nachher im Großen beeinflussen. Ja, alte Stärke meine ich jetzt nicht von letzten Jahr, sondern einfach aus den letzten Runden. Ja, da hat man sehr, sehr stark, sehr konzentriert gespielt. Gerade eben ist man da einfach, ja, zerlegt worden.
Vielleicht auch spotbedingt, aber es lief nicht ganz so gut. Jetzt gerade immer noch großer Aufbau, zweimal immer noch direkt on-spot, der Rest über die gesamte Map verteilt. Da wollte man sich noch nicht dafür entscheiden, direkt auf den Spot zu gehen. Sadrasam, Ryo gezogen, 1,47, Zeit ist noch. Ja, der erste Kill geht aufs Konto von Mercury. Ryo ist jetzt hier der Erste, der fällt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und solange man hat sich jetzt hier ein bisschen zurückfallen lassen, was auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt die absolut beste Idee ist, die man da machen konnte von Mercury. Ist allerdings noch nicht ganz weg. Sadrasam, der wartet noch. Der ist natürlich so ein bisschen auch in der Position als Vigil, kann ein bisschen drohnen-safe bleiben, wenn er das möchte. Von daher, also das kleine Ohr im Hinterkopf, so nach dem Motto. Ist auf jeden Fall da noch nicht ganz raus. Slasher auch raus. Damit 3 versus 5. Das wird für Akila schon nicht mehr ganz so einfach. Und Sadrasam nach wie vor hier drüben unterwegs. Aber ich glaube, man weiß, wo er ist. Und kriegt jetzt hier auch den Kill. Sehr schön und wichtig vor allem für Babu, ihn hier zu ziehen jetzt an der Stelle. Muss allerdings mal den Diffuser da noch wiederholen. Der liegt da drüben. Ey, Fede geht richtig Hits hier durch die Wand ab. Schöner Peak nochmal von Zone. Genau im richtigen Moment kriegt der Fede und der Kollege ist auch noch im Stripclub drin. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Das ist natürlich richtig ärgerlich für Akila, denn das kostet richtig Zeit, da auch nochmal nach hinten aufzupassen, damit man den Diffuser überhaupt erstmal wiederholen kann. Und man ist eh schon in Unterzahl. 35 Sekunden sind noch auf der Uhr. Das wird jetzt richtig, richtig eng. Man hat Pino noch auf dem Heartbreach, aber der hat höchstens noch einen von seinen X-Kyro-Lagen. Übrigens eine, in dem Fall 6. Dieben macht Babu Born hier auch mal eben schnell mundtot und erwischt den guten Pine gleich mit. Und damit sind wir bei einem 5:5. Ausgleich Nummer 2. Ja, auch wieder ein interessanter Knackpunkt. Gleich den Ausgleich hinterhergeschoben. Wir sehen also jetzt wieder ein ausgeglichenes Spiel. Und auch die Punkte verteilen sich jetzt wesentlich besser, fast identisch. Geht man da mit den Kills auch durch das Match und das gefällt sehr gut. Also man hat sich nicht abgeschrieben, man hat vielleicht wirklich einfach so ein bisschen Starthilfe von sich selbst gebraucht, von den Spielern. 5-5 ist, wie gesagt, jetzt sehr interessant, denn jetzt ist Akila so ein bisschen im Zugzwang, denn sie müssen jetzt auch auf dem nächsten Spot CCTV und Cash nochmal einen Punkt holen, denn unten hat es gut funktioniert, sehr gut sogar, unten sage ich schon, oben auf Master Bedroom. Hier in CCTV ist es auch nicht so aufgegangen, wie sie es vorgestellt hatten. Da war der schnelle Aufbau da, mit dem man nichts anfangen konnte. Da muss man mal jetzt schauen, vielleicht auch da nochmal ein bisschen gebündelter an diese heranzugehen, sich ähnlich wie Mercury diese letzten beiden Runden zu holen. Dann wäre es auf der Seite durch. Auf der anderen Seite kann Mercury sagen, gut, bei uns läuft's gerade. Wir machen das einfach nochmal genau wie vorher. Wir brauchen auch nur noch 2 Ründchen. Und wenn es nach uns geht, dann holt sich jetzt jeder noch eine Runde und dann gehen wir in die Overtime. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von vorne an. So sieht's aus. Meinetwegen immer gerne. Also hätte man auf den ersten 4 Runden nicht so erwartet, dass das hier noch so knapp wird. Aber wie gesagt, das war halt die Frage, kriegt Mercury da noch die Kurve und kommt ins Match rein? Das haben sie geschafft. Haben sie jetzt hier sehr schön spannend gemacht. Und jetzt aktuell sowohl Akila als auch Mercury finde ich absolut gleich auf. Mal ist da die eine Defense sehr gut für Mercury. Akila haben vorhin aber die Attack auch fragmäßig sehr stark gewonnen. Also von daher mal gucken, wohin die Reise noch geht. Vielleicht hier ja noch in die Overtime. Aber was feststeht, dass jetzt auf jeden Fall entweder Akila oder Mercury sich den ersten Matchpoint holen wird in diesem Match. Und welches Team das sein wird, werden wir spätestens in 2 Minuten und ungefähr 30 Sekunden wissen. Nach Ende dieser Runde. Versucht jetzt vorne den Breach aufzumachen. EMP-Granate Nummer 1. Slasher hinterher. Auf der anderen Seite ist Demon allerdings auf dem Bandit unterwegs. Und der macht hier ein wunderschönes Bandit-Tricking. Exothermic Charge Nummer 1. Damit erst einmal denied. Sehr schön gemacht von Mercury. Sehr schön gemacht von Demon. Das ist schon mal wichtig. Das nimmt Akila hier schon mal so ein bisschen die schnelle Geschwindigkeit. Denn jetzt muss man sich überlegen, was macht man? Versucht man es nochmal mit dem Breach vorne? Rotiert man gleich direkt über Construction rum? Und das sieht tatsächlich gerade im Moment so ein bisschen danach aus. Was aber natürlich dann für Mercury im Unterschluss heißt, man kann sich auch darauf konzentrieren, hier entsprechend Construction zu verteilen. Ja, das wird jetzt sehr, sehr interessant. Zumindest der Aufbau dauert länger, gar keine Frage. Die ersten Engages sind auch da. Ace Lele versucht da Cash so ein bisschen unter Feuer zu nehmen. Auch hier, Babu Born gibt nochmal so ein bisschen Backup über die Left Side. Spottet damit gegenüberliegend die Right Side.
Das könnte jetzt interessant werden, denn man macht sich jetzt diese Wall auf, diese Single oder Double Single Wall, was im Endeffekt ja eine Single Wall ist. Keine Ahnung, was der Entwickler da damals geritten hat. Dass es auch kleine Reinforcements gibt, die genau dieselbe Größe irgendwie zumachen. Keine Ahnung. Habe ich mich immer schon gefragt, war mir immer ein Rätsel. Ja, aber wenn man die offen hat, dann wird es interessant. Dann ist der Winkel größer, dann hat man überhaupt keine Spielfläche mehr direkt in Cache. Und das schauen wir uns auf jeden Fall an. Bisher noch keiner gefallen. Demon hat ein bisschen was einstecken müssen. Liegt jetzt auf einem Viertel seiner HP. Dort so ein bisschen in der Ecke. Mini hat auch schon ein bisschen was abbekommen. Aber der Rest ist wirklich noch wohl auf. Und man kann hier noch starten. Ryo nimmt sich Demon raus. Guter Frag dort, sich den geinjerten Kollegen mal zu holen. Er lag zwar nicht am Boden, aber er war halt schon sehr, sehr angefragt. Und jetzt kommt gerade wieder Ruhe rein, obwohl man die gerade gar nicht so gebrauchen kann, denn 33 Sekunden auf der Uhr sind 33 Sekunden zu wenig. Man hätte jetzt gerne noch eine Minute, um irgendwie entspannt hier noch aufzuspielen. Jetzt nochmal C4, Estelle kriegt ein bisschen was ab, Zone wird angefragt. Es geht hier immer so Schlag an Schlag, aber so richtig, die Abschüsse waren noch nicht da. Jetzt hier Estelle gezogen von Zone. Holt sich Minimi, jetzt muss man aufpassen, 10 Sekunden, der große Engage wird kommen, man muss jetzt rein, Bürowelt holt sich Pein, Zone wird gezogen, Bürowelt wird gezogen, Babu macht den letzten Abschlusskill, Akila nimmt sich die Runde mit und damit initiieren sie jetzt den Map und Matchpoint und jetzt beginnt ein ganz, ganz interessantes Spiel zwischen diesen beiden Kandidaten, denn entweder nochmal CCTV oder Master Bedroom und Jim. Und Akila könnte das Ding dicht machen. Da kommt natürlich wieder die große Frage an euch. Jetzt erstmal, sagt zu oder Overtime? Ihr habt es in der Hand. Sagt mal, wie die Stimmung der Nation da draußen ist. Wie wird das hier ausgehen? Gehen wir in die Overtime oder schließt Akila das Ding jetzt dicht und luftversiegelt ab? Ja, wir werden es sehen. Das war aber auch gerade eine Attack auf die allerletzte Sekunde von Akila, muss man sagen. Ist dann zum Schluss einfach rein in den letzten 10, 5 Sekunden. Ja, und dann ist es immer so ein bisschen, wo sind die Gegner? Wie gut Info hat man vorher gesammelt bei Akila? Wie landen die Kills? In welche Richtung? Wie viel Glück hat man vielleicht mit dabei? Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall ganz schön knappe Geschichte. Aber Akila hat gewonnen, das ist das, was zum Schluss zählt, sind damit jetzt im Matchpoint und ich bin sehr gespannt, ob Mercury hier nochmal die Overtime draus macht. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt, Akila und auch Mercury brauchen die Punkte hier und Akila würde natürlich am liebsten jetzt gleich 3 Stück mitnehmen, anstatt das nochmal in die Overtime gehen zu lassen. Ich sehe sehr viel Overtime, ein paar Sack zu dazwischen, so sieht der Chat gut aus. Also, unabhängig davon, was ihr schreibt, möchte ich da an der Stelle mal kurz einwerfen, nicht, dass das wieder jemand falsch versteht. Ich bin sehr gespannt. Also, ich bin für eine Overtime über zu haben. Akila-Fans sind sicherlich einer anderen Meinung. Mercury-Fans sicherlich meiner Meinung. Wir werden es sehen. Es ist nochmal der gleiche Spot. Nochmal oben CCTV und Cash. Und es war super, super knapp gerade eben. Mal sehen. Kriegt man vielleicht diesmal den Breach auf? Das ist die nächste Frage. Versucht offensichtlich auf jeden Fall wieder. Aber wir haben Demon, der hier wieder den Bandit spielt und da sicherlich versuchen wird, hier eventuell den Bandit-Trick zu machen. Aber der kann das gerade nicht. Der ist nämlich, glaube ich, gerade mit One-Reinforce beschäftigt. Das heißt, dieser Breach wird an dieser Stelle durchgehen. Sehr schön und fix gemacht von Akila. Und das könnte jetzt vielleicht nochmal ein Vorteil sein für Akila, den man in der Runde vorhin nicht hatte, wo man sie so knapp gewonnen hat. Das sah gerade ganz knapp aus, was er da abgeaimt hat. War ich gerade gar nicht sicher, ob der überhaupt in Reichweite ist. Aber sollte funktionieren. Wenn man da ordentlich abgeaimt hätte, hat in dem Falle aber nicht ganz funktioniert. Wie gesagt, der Winkel war aber auch super, super eng. Und jetzt schauen wir mal, was diese letzten gut 2 Minuten noch hier bringen können. Man hat hier Catwalk jetzt ausgedroht, weiß ungefähr, aha, da liegt einer. Der hat sich auch nicht wegbewegt, also liegt da immer noch ganz fleißig, ganz entspannt. Dann nimmt ihm jetzt so ein bisschen seine Gadgets da oben weg, um ihn da auch so ein bisschen in Bewegung zu treiben. Denkt er aber gar nicht dran. Der bleibt da liegen. Das ist so sein Ding. Hier fühlt er sich wohl. Da ist ein Mensch, da kann er sein. Und das macht die Sache natürlich schwierig. Ryo holt sich Minimi raus. Selele holt sich Bürowelt. Damit 5-3 zur knapp 1-Minuten-Marke hier. 3 gegen 5. Muss nicht unbedingt was heißen.
Aber es könnte jetzt schnell nach hinten losgehen, das Ganze, denn man hat jetzt Garage. Garage haben wir heute kaum gesehen. Garage Attack war irgendwie so eine Sache, die kann man machen, wurde aber irgendwie gern liegen gelassen. Jetzt ist sie mit am Start. Meinst du, das bringt den entscheidenden Turn? Könnte durchaus sein. Man hat den Breach offen, man hat die Garage, man hat die Overtime, Überzahlsituation, nicht Overtime. Fiene kriegt hier auch noch Sadrasam 5-2 damit und dann ist es mal ganz kurz und schnell vorbei. Babu kriegt noch Zone, Ryo kriegt noch Demon. Damit ist es dieses Match gewesen und Akila lässt es in Runde Nummer 12 dann doch nicht mehr anbrennen und macht hier das 7-5 draus. GG well played an dieser Stelle, aber das war auf jeden Fall mal ein wilderes Match, als wir es uns am Anfang vielleicht unbedingt vorgestellt hatten, aber es war ein schönes Match. Ja, das auf jeden Fall und ich glaube auch, dass man jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen Garage auch in den Fokus gesetzt hat. Das hat nochmal richtig, richtig viel Druck auch auf den Spot ausgeübt und da war man eben auch nur noch zu dritt und das Ganze dann da irgendwie noch zu wuppen ist schon... Also ist auf jeden Fall machbar, keine Frage, aber gegen 5 Leute mit dem Sidewinkel, mit Garage-Winkel und mit der Rotation nochmal hintenrum ist schon schwierig. Ja, aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte und wir haben auch jetzt noch ein kleines Gespräch mit jemandem, denn der werte Babu ist uns noch zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Wunderschönen guten Abend. Ja, das war auf jeden Fall mal ein Match, was wir am Anfang so nicht erwartet haben. Die ersten 4 Runden waren relativ deutlich, dann hat sich Mercury aber nochmal ganz ordentlich zurückgekämpft. Was ist da passiert? Ja, ist ja eine Defender-lastige Map, würde ich erstmal behaupten. Und es war halt zu erwarten, dass Mercury noch ein paar mehr Runden gewinnen wird. Wir waren auch ein bisschen traurig, dass wir nicht noch die letzte Defense geholt haben, die war ja auch nochmal sehr knapp. Und 4-2-Swap ist eigentlich in Ordnung, denke ich. War ja deswegen auch am Ende so knapp, weil sie es auch ganz gut in der Defense gemacht haben. Ja, absolut. Jetzt weiß ich gerade mal jetzt kurz einen Moment verwirrt, aber egal. Zur zweiten Hälfte, wie gesagt, es ist dann durchaus nochmal knapp geworden, durchaus nochmal spannend geworden. Gerade auch die vorletzte Runde auf CCTV und Cash war ja richtig eng zum Schluss. Habt ihr da am Ende noch in den letzten 10 Sekunden noch irgendwie Info gehabt? Seid dann einfach rein, weil keine Zeit mehr war? Genau, also wir hatten die Info eigentlich über jeden Spieler, aber die Defender hatten halt die besseren Positionen, also der Nick Garage, hätte der jetzt in der letzten Sekunde oder so nicht noch gepiekt, dann wäre er wahrscheinlich, hätten wir versucht, ihn rauszupushen. So habe ich halt den Kill da an der Cash-Steuer bekommen. Gleiches gilt eigentlich auch für den auf Red. Der hat eigentlich auch noch gepiekt. Ich meine, klar, 10 Sekunden, wenn du die Kills kriegst als Defender, hast die Runde gewonnen. So haben sie uns quasi noch die Runde geschenkt. Ja, damit an der Stelle natürlich an dich und an euer Team natürlich nochmal Gratulation. Nächste Woche, am Donnerstag geht's ran gegen den aktuell Tabellenersten Austrian Force. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, schon vorbereitet oder guckt ihr euch gleich das Match auch noch in Ruhe an? Ja, wir gucken uns immer die anderen Matches noch an. Vorbereiten tun wir uns eigentlich eher weniger im Moment, weil wir ja auch nicht mit unserem richtigen Lineup spielen. Also der Pine, der macht das super. Ist aber eigentlich nur unser Sub. Und packen tun wir mit jemand anderem. Bereiten uns natürlich schon vor für das, was nach der L kommt. Und geben jetzt 100% trotzdem hier. Natürlich, wir wollen jedes Match gewinnen. Die ersten beiden Matches waren halt nicht so sauber von uns, aber versuchen wir jetzt wieder ein bisschen gut zu machen. Ja. Umso wichtiger heute die 3 Punkte auf jeden Fall auch mitzunehmen und vielen Dank fürs Gespräch und wie immer, du hast zum Schluss das Wort an den Chat, an eure Fans. Jo, danke auch auf jeden Fall und wie immer danke an die Fans. Wir gucken uns ja auch das VOD später nochmal an und genießen eigentlich immer die ganzen Kommentare, immer was Lustiges dabei und freuen uns natürlich über den ganzen Support. Dankeschön. Ja, dann dir noch einen schönen Abend und vielleicht bis am Donnerstag. Jo, euch auch. Ciao, ciao. Ja,
Das also der liebe Babu, und wie der Shadow gerade in den Chat geschrieben hat, er ist so cute, ja, alles klar. Immer wieder ein Vergnügen, die Kollegen dann auch nochmal im Anschluss hier mit im Interview zu haben. Wir machen auf jeden Fall jetzt eine kurze Pause, denn wir sind gerade erst mit Match Nummer 1 von 4 heute durch. Das heißt, 3 Matches kommen noch. Als nächstes ist jetzt dann gleich dran Playing Ducks gegen den aktuellen Tabellenführer Austrian Force Esports. Nicht, dass ich hier das mittlere Wort unterschlage. Wir machen ein kurzes Päuschen für euch und für uns und für die Teams. Und dann sind wir dann in so guten 5-6 Minuten wieder für euch da. Bis dahin, bis gleich.